Ich habe eine Psychose. Ich habe euch schon viel über mich erzählt. Und bei den vielen Krankheiten, die ich habe, scheint es fast unmöglich, noch auf was Neues zu stoßen. Neues ist es für mich nicht, aber ich habe eine Psychose. Und zwar nicht wegen Drogen oder sonstigen Versuchen, sondern wegen der multiplen Sklerose. Ich habe im Frontalkortex des Hirns eine große Narbe. Die ist aber wahrscheinlich nicht für die Psychose verantwortlich, da die Psychosen weiter, die Zusammensetzungen für die Psychosen weiter hinten im Hirn gespeichert werden. Die audio- und visuellen Eindrücke. Aber ich habe eine Entzündung im Hirn gehabt, also einen Schub, einen Messschub, und davon schon mehrere Narben im Hirn, so ungefähr 8 bis 10. Und eine davon ist dafür verantwortlich, dass ich eine Psychose habe, eine audio- und visuelle Psychose. Darauf hatten mich meine Ärzte, als sie die EMS diagnostiziert haben, nicht vorbereitet, dass so etwas kommen kann. Aber es ist passiert. Ich kann gut damit leben. Ich habe nur hin und wieder durch schlechte Erfahrungen als Teenager so Festhalte, Psychosen oder dass ich im Halbschlaf nicht sprechen kann. Also träume, dass ich nicht meine Sprache nicht finde. Oder dass ich den Lichtschalter nicht einschalten kann. Das sind Zustände, da bin ich nicht eingeschlafen, aber auch nicht ganz wach. Das ist in der Schwebe. Und da treten diese Symptome auf. Heute hatte ich zum Beispiel einen schlechten Tag, weil ich sagen kann, ich habe die Uhr im Büro nicht gehört. Sonst sind sie immer ganz okay, wenn ich die Uhr 2 bis 3 Mal am Tag höre. Das ist für mich eine Einstufung, wie gut es mir mit der Psychose gerade geht. Und was ich wahrnehme und was ich nicht wahrnehme oder ausblende. Inwiefern man hier mit Eindrücken zurechtkommt oder nicht. Messe ich immer an dieser Uhr, die ich im Büro hängen habe, ziemlich laut tickt. Und wenn ich die nicht höre, dann geht es mir nicht so gut. Heute habe ich sie die ganze Zeit nicht gehört. Also habe ich nicht so einen guten Tag. Aber das ist nicht so schlimm. Psychologik, der Kanal Psychologik. Ich weiß nicht, wie die Dame heißt, die den Kanal führt. Ich glaube, sie sagt den Namen immer am Anfang, aber den vergesse ich immer. Hat ein Video über Psychosen gemacht und die Zusammensetzung von Psychosen. Das fand ich ganz interessant. Also fand ich es an der Zeit, darüber zu berichten. Und meine eigenen Erfahrungen einzubringen. Die Multiple Sklerose hat mir viel geraubt. Das Gehen und Stehen. Und auch das gute Sehen. Obwohl ich schon immer geschielt habe. Aber ich sehe schon deutlich schlechter, seit ich sehe. Und das Tiefensehen und auch diese Psychose kommt da dazu. Naja, das ist eigentlich alles, was ich euch berichten wollte. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, macht's gut. Eure Ines.